Ja, hallo meine Freunde, hier ist wieder John Myers mit Euro Truck Simulator 2. Ja, wie ihr alle wisst, sind wir soweit, um unseren eigenen LKW zu kaufen. Und das werden wir jetzt auch tun. Ich denke und ich hoffe, dass das Geld jetzt erstmal reicht. Und wir kaufen uns einen LKW, natürlich bei MAN in München, dort wo auch unser Ding sein wird, unser Hauptquartier. Na, komm, lad, hopp, 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 hopp. Ich bin ja gespannt. Also wir kriegen wahrscheinlich jetzt erstmal den kleinen gelben. Zu mehr reicht unsere Kohle nicht. Aber das heißt noch lange nicht, dass es schlimm ist. Auf alle Fälle sind wir dann selbstständig, verdienen ein bisschen mehr und können uns dann, denke ich mal, auch bald einen neuen LKW dann kaufen. Gut, der kostet 97.500. Wir machen keine Veränderung. Also wir könnten da jetzt noch die ganze Ausführung ändern und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel, ja, wir könnten den höher bauen. Das kostet das Ganze 39.000 zusätzlich. Machen wir nicht. Dann, was kann man noch? Fahrwerk, da kann, das ist eigentlich drin. Motor können wir eigentlich in größeren reinmachen. Rentiert sich aber dann auch nicht, weil einfach die Kohle uns da nicht reicht. Wir können jetzt für England, also sprich auf der linken Seite, rechten Seite und so weiter, wir können die Farben ändern. Genau, die Farben ändern, zum Beispiel in Blau, in Rot, in Gelb. Wir lassen das jetzt erstmal, fahren erstmal noch ein bisschen Geld ein und dann werden wir uns ja darum kümmern. Genau, ja. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zurück. Wo ist es? Hier, glaube ich. Möchten Sie am Elrike? Ja. Gut. So, das heißt, wir kaufen ihn jetzt so, wie er ist. Und haben unseren ersten LKW. Jawoll! Ja, und das sehen wir jetzt schon. Unser Lagerhaus. Ach ja, genau. Wenn ihr euch jetzt wundert, was hier ein bisschen anders ist, kann auch sein, dass ich noch Grafikeinstellungen ändern muss. Denn ich habe einen neuen Monitor. Bis jetzt habe ich eben auf 19 Zoll gespielt, jetzt habe ich 23 Zoll. Weil ich denke, dann kriege ich vielleicht auch bessere Videos und so weiter hin. Und das kann jetzt sein, dass ich... Obwohl, passt eigentlich. Ich habe da gestern schon ein bisschen rumgetestet und es hat es wahrscheinlich schon übernommen. Das ist gut. So, gut. Dann werden wir doch gleich mal schauen. Erstmal hier in München alles auffahren. Und wir haben natürlich schon einen mit vollem Sprit bekommen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn wir jetzt da reinfahren und dorthin, dann müssten wir eigentlich sehen können. Ah, nee, das ist, da kann ich die Garage verwalten. Ah, okay. Das heißt, da kann ich dann auch noch zusätzlich die Plätze kaufen. Also das heißt, wenn ich jetzt... Kann man nämlich gleich mal schauen, wenn jetzt ich die LKW-Management, ich muss da wahrscheinlich erst noch irgendwas freischalten. Täglicher Profit. Ja. Okay. Ja, wie das Ganze geht, weiß ich noch nicht, werden wir aber rausfinden. Aber jetzt noch mal kurz rein, weil ich habe was gesehen. Schnellreise. Wir können also dann das aussuchen und eine Schnellreise machen. Genau. So, und was kann man jetzt hier machen? Eigentlich noch nicht viel. Ah, aufrüsten. Du hast nicht genug Geld, um deine Garage auszubauen. Mindestens 180.000 werden benötigt. Jetzt müssen wir erstmal 180.000 reinfahren. Weil, wie gesagt, Kredit aufnehmen werden wir nicht. Gut, dann heißt es jetzt einfach mal, dass wir jetzt einfach mal, Mann, der ist ganz schön langsam. Ups. Jo. Funktioniert das alles noch mit meiner Lenkung? Jawohl. Gut. So, da würde ich jetzt sagen, dass wir jetzt erstmal schauen, dass wir eine Fuhre bekommen. Und zwar müssen wir schauen, dass wir von München eine bekommen. Okay, und Moment, ich muss eine kurze Pause machen, denn Telefon klingelt. So, da bin ich wieder. Ja, Entschuldigung, aber das Telefon hat eben wieder geklingelt. So, halt, jetzt wollten wir eigentlich erstmal nochmal zurück. Erstmal schauen,
wie das Ganze funktioniert. Denn jetzt können wir ja. Verdienen Sie genau Geld? So, jetzt mal schauen. Jetzt müssen wir natürlich schauen. Wir müssen nach Ort gehen, weil wir sind ja hier in München. Das heißt, wir müssen jetzt zu M. L. Okay, Metz. Metz. München. München, Bremen. München, Dresden. Flixstone. Oh, da sind die Summen schon viel, viel höher. Wenn man das so anschaut. München, Milano. Ja, aber ich möchte jetzt noch nicht allzu weite Strecken fahren. Ich möchte eigentlich schauen, dass ich eine Strecke fahre, die ich dann immer wieder fahre. Okay. Milano waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Ja, dann werden wir doch da mal anfangen. Es gibt zwar noch nicht allzu viel, es gibt zwar nicht allzu viel Geld, aber ich habe heute auch nicht viel Zeit, um wirklich jetzt eine große Strecke zu fahren. Okay, erst Navi-Ziel. So. Ups. Was mache ich denn da? Gleich einen ersten Schaden oder was? Ja, jetzt müssen wir eh vorsichtig fahren, denn jetzt geht alles auf unsere Kappe. Jeder Fahrfehler, jedes Ding wird uns abgezogen. Also sprich, jeder Schaden, den wir am LKW bekommen, der ist dann, ja, der ist dann nicht witzig. Ups, da hätten wir schon das erste Problem mit der Karte. Verdammt. Oh Mann, der MAN ist ganz schön langsam. Aber als Augsburger nimmt man den MAN. Ist doch logisch. So, dann holen wir uns hier unsere Fracht ab. So, da müssen wir jetzt hier dann kurz halten. So. Ja, wo war das? München, Bremen, Milano. Auftrag annehmen. Genau. So, dann holen wir unsere Gabelstapler ab. Oh Mann, der ist ja voll flott. Oh mein Gott. Bis der mal in die Gänge kommt. So. Besser. Gut, dann wollen wir mal. Mal schauen, wie viel Zeit wir haben. 22 Stunden und laut Ding brauchen wir 9 Stunden. Also, das heißt, weil wir müssen hier eine 6 Stunden Pause machen, das dürfte hinhauen. So. Oh Mann, bis der mal beschleunigt. Nichts. Gut. Ja, ich muss jetzt unbedingt mal schauen, dass ich mal ein bisschen Musik bekomme, die GEMA-frei ist. Die dort einspielen und wir dann unterm Fahren Musik haben. So, dann fahren wir mal los auf die Autobahn und dann nach Italien. Gespannt, ob der da dann gleich hochkommt, die Autobahnauffahrt, oder ob er irgendwie meckert.
hoffe ja mal nicht. Nein, geht eigentlich. Okay, cool. So. Dann ab geht's. Und ich denke mal, so wie es ausschaut, dürfen wir dann gleich wieder die Autobahn verlassen. Und auf die nächste. Ja, Richtung Zürich. Bleibt man in der Mitte. Erstmal. Ja, das ist jetzt auch eine Strecke, die sind wir eigentlich auch noch nicht gefahren. Ja, ich bin jetzt gespannt durch den neuen Monitor, wie das dann ist mit Auflösung mit den Videos. Also nicht böse sein, wenn sie da noch nicht super sauber sind, dann muss ich noch schauen, dass ich das dann, dass ich noch ein bisschen was an den Einstellungen ändere. Aber ich habe halt jetzt Einstellung 1600x900 und 16:9, glaube ich. Und jetzt bin ich gespannt, wie das bei den YouTube-Videos dann ist, wenn ich das Ganze gerendert habe und so, wie das dann, wenn ich es hochgeladen habe, wie es ausschaut. Also es kann sein, dass ich dann noch ein paar Einstellungen machen muss. Aber naja, was halt Hardware-Einstellungen betrifft, da bin ich halt Noob. Das habe ich ja schon des Öfteren betont. Also ich bin jetzt nicht so der super, super, super PC-Homie. Ich bin froh, dass ich Spiele installieren kann, dass ich sie draufbringe. Und ich bin auch froh, dass ich jetzt WordPress die Homepage zusammen geschustert habe. Und ihr könnt euch gerne schon mal registrieren drauf und dort erfährt ihr natürlich dann auch immer mehr, auch über Gewinnspiele und so. Den Link findet ihr natürlich in der Kanalbeschreibung oder www.johnmeyers.de. Ja, es ist jetzt Werbung, aber man muss Werbung machen, weil ich möchte ja auch noch andersweitig Videos oder euch zeigen, was wir sonst noch machen. Also wird jetzt demnächst auch der Link zu unserem Minecraft-Surfer da sein und so weiter und so fort. Also wir sind da schon, ich und mein Team sind da schon dabei, da etwas mehr aufzubauen. Vielleicht wieder unseren kleinen Counter-Strike Public-Surfer aufzustellen. Einfach nur, um ja, mal spaßeshalber ein bisschen rumzuballern. Also ich bin da jetzt auch nicht der super Dings. Und ja, einfach mal schauen, was das noch bringt. Dann habe ich noch vor, mich vielleicht heuer, so in der zweiten Hälfte des Jahres, mal darum zu bemühen, einen eigenen Webradio zu machen. Was ich natürlich eventuell dann auch zu meinem, ja, es, ich habe schon mal als Moderator gearbeitet beim Webradio, der Webradio hat aber dann aufgehört. Und es hat mir so Spaß gemacht. Und ich möchte einfach, ja, ich würde da alles dafür hinsetzen, um den um ein eigenes Webradio zu machen. Aber es ist nicht so einfach, wenn man sich überhaupt nicht auskennt, was man alles braucht. Dass Kosten auf mich zukommen mit GEMA, mit den ganzen GLS oder wie der Dreck heißt, die ganzen Lizenzen und so, das ist mir klar. Nur, es ist halt so, dass Webradio mir halt dann auch wieder andersweit.